Schnäppke ist ein Pokémon mit dem Typ Eis, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Phinontor oder Frostetie. Schnäppke ist ein kleines Pokémon, welches hauptsächlich in den Farben Gelb und Grau erscheint. Sein Körper hat die Form eines kegelartigen Hutes und verläuft nach oben hin spitz, wobei die gelbe Fläche wie ein Umhang wirkt. Dieser besitzt auf der Hinterseite ein Muster aus drei rautenförmigen dunkleren Färbungen. Hier bedeckt die komplette Erscheinung des Pokémon mit Ausnahme des Gesichts. Dieses ist hierbei dunkelgrau mit orangenem Rahmen und hat die Form eines Dreiecks. Es besteht aus zwei kleinen blauen Augen und einem weit geöffneten Mund mit großen weißen Zähnen. Unterhalb des Gesichts sind zwei dunkelgraue, kugelartige Hände zu sehen, die den gelben Umhang festzuhalten scheinen. Darunter befinden sich zwei Füße, deren Erscheinung der Hände gleichen. In seiner Shiny-Form ist Schnäppkes gelber Körper hellblau gefärbt, die orangefarbenen Färbungen und die Augen sind kräftig gelb. Schnäppke ist dazu fähig, bei Kälten von bis zu minus 100 Grad zu überleben und hat dadurch in seinem Lebensraum nur wenige Feinde, da kaum ein Lebewesen solche Temperaturen aushalten kann. Es erlernt gleichermaßen Attacken verschiedener Kategorien und setzt hauptsächlich spezielle Eisattacken wie Blizzard oder Eissturm ein, mit denen es seine Gegner mit einem kalten Schneesturm trifft, oder physische Unlichtattacken wie Knirscher. Noch beherrscht es Statusattacken und kann somit heftige Hagelstürme erzeugen. Schnäppke kann die Fähigkeiten Konzentrator erlernen, welches es vor dem Zurückschrecken bewahrt, oder Eishaut, die seinen kalten Lebensraum verdeutlicht und es ihm erlaubt, in Hagelstürmen Kraftpunkte zu regenerieren, indem es seine Eishaut repariert. Seltenere Exemplare verfügen über die außergewöhnliche versteckte Fähigkeit Gefühlswippe, welche zufällig einen Statuswert stark erhöht, während ein anderer abgesenkt wird. Schnäppke lebt an Orten mit heftigem Schneefall wie dem Mount Lanakila in der Alola-Region. Es nimmt ausschließlich Schnee und Eis zu sich, kann nur bei Kälte überleben und erträgt sogar Temperaturen von bis zu minus 100 Grad. Im Frühling und im Sommer versteckt sich dieses Pokémon unter Tropfstein in Höhlen. Schnäppke ist meist in Gruppen von 5 Exemplaren vorzufinden. Diese sammeln sich unter riesigen Blättern und leben dort friedlich. Es gibt einige Sagen, welche dieses Eishut-Pokémon betreffen. So sei es laut Überlieferung ein bedeutender Glücksbringer. Wenn Schnäppke ein Haus betritt, so würde dieses anschließend blühen und gedeihen, solange es sich daran befindet. Selbst der Besuch alleine bringe generationenlang Glück, Erfolg und Reichtum. So kommt es, dass wohlhabende Menschen in ihrer Kindheit alle mit Schnäppke gespielt hätten. Abgesehen davon sei Schnäppke ein Wetterbote und sieht man es nachts in Schneegebieten spazieren, sei dies ein Vorbote eines Schneesturms am nächsten Morgen. Dabei ist Schnäppke die erste Stufe der zweistufigen verzweigten Entwicklungsreihe. Weibliche Exemplare können sich zu Phinontor oder zu Frostetie entwickeln, während männliche Exemplare nur zu einem Phinontor werden können. Bei der Entwicklung zu Phinontor bleiben der schwarze Körper und das Gesicht ähnlich, jedoch umgibt es diesen mit einem auffälligen Eispanzer. Seit der 6. Generation ist Phinontor zudem mithilfe eines Phinontor-Nieten dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Phinontor durchzuführen. Bei der Entwicklung zu Frostetie verändert sich sein Aussehen völlig. Der schwarze Körper wird lila, seine Augen werden größer und es bekommt kleine Hörner aus Eis. Schnäppkes runde, fingerlose Hände haben nun je 3 Finger und sind sichtbar an dünnen Armen befestigt. Der Mantel bleibt erhalten, jedoch ist er nun weiß gefärbt. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Schnäppke zu Phinontor beim Erreichen von mindestens Level 42 ausgelöst. Und ist es weiblich, so kann es sich mithilfe eines Funkelsteins zu einem Frostetie entwickeln. Mit seinem Typen nimmt es halben Schaden gegen Eisattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Geist-, Stahl- und Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.